Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Tja, er ist die Tourismusattraktion schlechthin, wurde am Bodensee erfunden und fliegt seit den 90er Jahren wieder. Die Rede ist vom Zeppelin. Sicherlich eines der meist fotografierten Motive der Region. Doch er kann mehr als nur Rundflüge. Ruhig, sanft, lautlos schwebt er über den Himmel. Seit 1997 steigt der König der Lüfte wieder auf und fliegt auf verschiedenen Routen in 300 Meter Höhe über den Bodensee. Weltweit heben nur 10 dieser gigantischen Luftschiffe vom Boden ab. Ginge es nach den Visionären, wäre der Zeppelin längst in eine neue Ära durchgestartet. Von einem Comeback des Königs der Lüfte war in der Vergangenheit schon oft die Rede. Doch es gab immer wieder Rückschläge. Zuletzt ging Cargolifter in die Insolvenz. Das Unternehmen wollte den Zeppelin als Transportschiff etablieren. Neben Rundflügen fliegen die Zeppeline vom Bodensee auch für die Klimaforschung. Im Sommer flog eins der Schiffe nach Berlin. Es landete auf dem neuen Berliner Flughafen BER, aber das nur am Rande. Von dort ging es weiter auf Erkundungsflüge über die Ostsee. Im Rahmen der Expedition Uhrwerk Ozean sollten Wasserwirbel analysiert werden. In einem anderen Projekt untersuchte das Schiff auf einem Flug von Italien nach Finnland die Luftqualität. Schlagzeilen machte das Unternehmen aus Friedrichshafen zuletzt mit dem Verkauf dreier Zeppeline an das amerikanische Unternehmen Goodyear. Zwei wurden bereits ausgeliefert. Ziel der Zeppelin-Reederei ist der Aufbau einer eigenen Flotte von 12 dieser XXL-Flieger. Experten zufolge gäbe es einen Markt für 500 dieser lautlosen Himmelsgleiter. Aber nach wie vor sind diese Riesenluftschiffe nur ein Punkt im Weltmarkt. Doch angesichts der Potenziale darf die Frage erlaubt sein, ist der Gigant zu träge zum Durchstarten und passt er überhaupt noch in unsere schnelllebige Zeit? Ja, und zu Gast zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich im Chefsache-Studio Thomas Brandt. Er ist Geschäftsführer der Zeppelin Luftschifftechnik und der Flugbetriebstochter Deutsche Zeppelin Reederei. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Hallo. Herr Brandt, seit 2005 sind Sie Geschäftsführer. Dreimal wurde der Job Ihnen angeboten, zweimal haben Sie abgelehnt. Warum? Ja, im ersten Moment habe ich gesagt, das ist Liebhaberei. Was ist überhaupt ein Zeppelin? Und ich kannte den Markt gar nicht und ich hatte parallel mit Airbus geredet. Also das war erstmal für mich völlig unverständlich, was man damit machen soll. Was hat Sie denn dann zum Umdenken bewogen? Ich habe verstanden, wer dahinter steht. Die Stiftung, die Zeppelin-Stiftung, ZF und auch die Zeppelin-Konzerngruppe an sich. Ich habe auch verstanden, dass es ein einzigartiges Produkt ist am Luftfahrthimmel. Das hat mich dann doch sehr gereizt und ich bin dann auch glücklich geworden mit dieser Arbeit, muss ich gleich vorweg sagen. Der Zeppelin gilt ja als das Wahrzeichen für die Region. Sehen Sie sich als Chef von einem Wahrzeichen? Ja, es ist ein Wahrzeichen und das sind wir als Mannschaft auch stolz drauf. Wie funktioniert das Zeppelin-Geschäft an sich? Der Zeppelin ist ein Flugzeug wie jedes andere auch, aber er hat Gas drin. Das ist, wenn man so will, der einzige Unterschied. Alle anderen Techniken sind ähnlich. Und wie er funktioniert? Ja, wir haben die Aufgabe, ihn natürlich auch in die Wirtschaft zu bringen. Und da haben wir drei Märkte. Wir haben den Markt für Passagiere hier am Bodensee. Wir haben den Werbemarkt, wo Kunden und Firmen uns mieten. Und wir haben den Wissenschaftsmarkt, weil er als Plattform einmalig ist, um da Ansätze zu fliegen. Im Einspielfilm haben wir ja gehört, ein Riesendeal mit Goodyear. Wie muss man sich das vorstellen? Thomas Brandt ruft Goodyear an, sagt, Leute, ich habe da eine Riesensigarre, die würde ich euch gerne verkaufen. Und zack, die haben zugeschlagen. Ein langer, langer Weg über Jahre des Kennenlernens, des Anklopfens, des Türklinkeputzens. Also über 7 Jahre, bis das dann unterschrieben war. Goodyear hat seine alten Blimps ersetzt, übrigens mal vor 100 Jahren zusammen mit Zeppelin entworfen worden sind. Und ja, wie gesagt, das war ein Bergaufweg, bis es dann entschieden war. Viele kennen ja diesen Goodyear Zeppelin in der Regel über irgendwelchen großen Stadien positioniert, mit der Goodyear-Werbung drauf. Warum haben die nicht die alten behalten? Die alten Produkte, die alten Blimps waren wirklich Technologie von 1940, 50, 60 und die Lizenz ist ausgelaufen und die läuft jetzt gerade aus und sie hätten entweder viel investieren müssen oder ein Produkt vom Markt nehmen müssen und da hätte es einen Konkurrenten gegeben oder uns und sie haben glücklicherweise unsere Technologie entschieden und jetzt sind wir dort, sind die ersten beiden fliegen, der dritte ist im Bau und dann wird der Zeppelin ein Wahrzeichen, hoffentlich auch in den USA. Das heißt, der steht jetzt im Prinzip kurz vor dem Riesendurchstart im amerikanischen Markt.
Das hoffen wir. Er wird an den Samstagen und Sonntagen bei den Primetime in amerikanischen Fernsehen zu sehen sein. Goodyear macht Bilder, die sie den Medienanstalten zur Verfügung stellt. Das ist deren Geschäftsmodell und wir sind dann zu sehen. Ja, es ist ein Durchbruch und ich hoffe auch, dass daraus sich weiteres Geschäft ableitet. War Ihnen das von vornherein klar, dass es nur mit dem Passagiergeschäft am Bodensee nicht funktionieren wird? Letztlich ja, denn der Passagierbetrieb am Bodensee ist ein toller, auch ausbaufähiger Markt. Es ist auch wichtig, dass wir da viel machen, auch sehr flexibel sind. Aber mit einem Produkt, das zulassungstechnische Anforderungen hat, das erhalten werden muss, die Zulassung erhalten werden muss, ist doch so viel an Kosten, dass einfach zwei Luftschiffe am Bodensee nie reichen würden, das hier kostendeckend zu betreiben. Es ist ein großes Produkt, es ist auch ein sehr emotionales Produkt. Und dort, wo Emotionen sind, kann auch ganz viel Geld sein. Es gibt tatsächlich sehr potente Kunden, die sich gerne so einen privaten Zeppelin zulegen würden, liebe Zuschauer. Gleich mehr dazu nach der Werbung. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Chefsache. Unser Thema heute, wie Sie unschwer erkennen können, der Zeppelin, das Wahrzeichen am Bodensee. Und zu Gast im Studio ist Thomas Brandt, der ist Geschäftsführer der Zeppelin Luftschifftechnik und der Flugbetriebstochter DZR. Vor der Werbung haben wir es kurz angekündigt. Es gibt tatsächlich Menschen, die sich privat einen solchen Zeppelin zulegen möchten. Kostenpunkt 15 Millionen Euro. Was sind das für Menschen? Also wenn, dann reden wir eben auf der Forbes-Liste mit Milliardären. Da gibt es in Amerika 500 oder in China 600. Das sind die einzigen, die nicht unter ganz strengen Wirtschaftskriterien gegebenenfalls bereit wären, auch als Liebhaberei so ein Produkt zu nehmen. Das versuchen wir halt auch immer. Ob wir da Erfolg haben, werden wir sehen. Mit einem machen wir gerade Studien über eine größere Luftschiffjacht. Wie muss man sich das vorstellen? Also klar, die Forbes-Liste der reichsten Menschen auf der Welt ist ja hinsichtlich bekannt. Aber da steht keine Telefonnummer. Wie kommen Sie an den Milliardär ran? Ja, da muss man mit Kontakt mit Leuten arbeiten und sich einfach ranpirschen wie bei jeder Jagd. Das heißt, die kommen dann tatsächlich auch nach Friedrichshafen und schauen sich das Luftschiff an? Das haben wir schon geschafft. Wir haben schon einige hier gehabt, auch australische Milliardäre oder irgendwas. Also ganz verschiedene und arbeiten dann. Und manche haben auch schon in Studien investiert. Und einer hat auch schon in ein Luftschiffprojekt mit investiert, dass wir dann eine Luftschifffirma aufziehen konnten in den USA. Das ist sozusagen ein Teilbereich, auch solche Zielgruppen zu erreichen. Wir haben es gehört, auch die Forschung, die Wissenschaft, die Passagierluftfahrt. Nun ja, Sie sind abhängig von etwas, was Sie überhaupt nicht bestimmen können, das Wetter. Inwiefern macht das Ihnen immer wieder einen Strich durch die Rechnung? Ja, jeder normale Manager hat seine Prozesse und in der heutigen Zeit wird ja alles gestreamlined und alles geregelt und alles gemessen. Das geht bei uns nur bedingt, denn wir fliegen eben Natur und Mensch am Wetter, an der Schnittstelle und da geht es auch um Sicherheit und dann ist es einfach immer wieder verändert, immer wieder anders. Es gibt schlechte Wetterphasen. Das ist anstrengend, auch als Geschäftsführer, aber auch anstrengend für das Team. Das Team muss immer flexibel sein, muss immer bereit sein, Einhallen, Aushallen, zwischen, was auch immer. Und die Passagiersicherheit geht immer vor. Also wir sagen, wenn Gewitter droht, runter. Was ist, wenn es regnet? Bei der Wissenschaft ginge es. Da fliegen wir auch bei Regen und auch bei stärkeren Winden. Passagiere gibt es gewisse interne Regeln. Da geht auch das Genuss des Produkts vor. Da gibt es Grenzen. Stichwort Genuss, Emotion. Was ist denn das Besondere aus Ihrer Sicht an einem Zeppelinflug? Es ist ein einmaliges Erlebnis. Man schwebt, man kann aus diesen sehr, sehr großen Fenstern, die man auch öffnen kann, rausschauen. Man erlebt die Erde, seine Heimat oder eine Region, die Schönheit der Natur in einer anderen Weise, wie man heute in den Flugzeugen oder sonst gar nicht erleben kann. Es ist ruhig, es ist schwebend, es ist eine Erfahrung, es ist ein Gefühl. Wie viele Passagiere fliegen pro Jahr mit dem Zeppelin? Also in Friedrichshafen letztes Jahr 17.000, dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall 18.000 bis 19.000 schaffen. Sie haben sich ja das Ziel gesetzt, den Zeppelin wirtschaftlich zu machen. Wie weit sind Sie davon entfernt? Es ist ein Kampf. Wir sind in den Jahren, wo wir ein Goodyear ausliefern, jetzt schon wirtschaftlich. In den Jahren, wo wir produzieren und uns vorbereiten auf die Auslieferung, noch nicht. Es geht darum, die Firma nachhaltig Jahr für Jahr und jedes Jahr wirtschaftlich zu bekommen. Dafür braucht es irgendwo 10 oder 12 Luftschiffe im Weltmarkt. Und daran arbeiten wir, dass wir mit Service umsetzen und mit auch Ersatzteil umsetzen, eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit erreichen. Würde es denn irgendwann so sein, dass ich von Friedrichshafen mit einem Zeppelin zum Beispiel nach New York fliegen kann?
Ich denke, nein. Also es ist kein technisches Problem, man könnte es lösen, aber es braucht doch 500 Millionen. Und darum glaube ich auch, dass die Aussage vorhin in dem Vorbeitrag, dass es einen Markt über 500 Zeppelin gäbe, einfach nicht stimmt. Vielleicht sind es überhaupt nur 50, wenn überhaupt. Das ist eine kleine Nische. Es muss klimatisch stimmen, es muss einen Landeort haben, es muss die Kaufkraft stimmen, es braucht eine Mannschaft, es braucht den Investor. Da muss viel zusammenkommen, dass man ein Luftschiff absetzen kann und den Markt auch neu schafft teilweise. Zeppelin-Piloten gibt es auch nicht einfach auf dem Markt. Stimmt es, dass Sie im Prinzip alle selbst ausbilden? Wir haben eine Schule, wir bilden aus. Wir haben übrigens einen Investor aus der Region, der ein Gesamtkonzept machen will mit einem Museum und das auch gestaltet. Also es darf nie der Zeppelin auf der grünen Wiese sein. Es muss ein Gesamtkonzept sein mit einem musealen Ansatz, mit einem Restaurant, mit einem Hotel vielleicht. Da gibt es Beispiele, wenn Leute potent sind und irgendwo 40 bis 50 Millionen bereit sind zu finanzieren, kann man da was Gutes draus machen, aber es ist natürlich auch eine Hürde. Ich hatte es eingangs des Gesprächs gesagt, zweimal hatten Sie den Job abgesagt, beim dritten Mal haben Sie zugeschlagen, jetzt einige Jahre später, über 10 Jahre später, haben Sie es jemals bereut? Nie bereut. Erstens ist die Arbeit zwar manchmal schlaflose Nacht wegen der Wirtschaftlichkeit, aber tolle Mannschaft, einzigartig, immer emotional, nie langweilig, also wunderbar. Und dann kommt noch oben drauf, ich bin umgezogen sofort hierher an den Bodensee und das ist eine Region, die ist einfach in der Welt eine der schönsten Regionen. Ja, was will man da noch hinzufügen? Herzlichen Dank für das Gespräch, Thomas Pfand. Danke auch, vielen Dank. Liebe Zuschauer, das war's wieder soweit hier bei Chefsache. Nächste Woche sprechen wir über ein Thema, das vielleicht nicht ganz so viel Spaß macht. Und zwar geht es um den Zahnarztbesuch. Zu Gast im Studio haben wir einen der Marktführer für Zahntechnik. Seien Sie gespannt, wie der Zahnarztbesuch der Zukunft sein wird. Nächste Woche hier bei Chefsache. Bis dann, alles Gute, tschüss.